Melde dich zur Einsatzbesprechung. Und sag mir, wie ich hier rauskomme. Danke. Aber wir haben Piper vergessen. Naja, die kommt schon. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss deiner Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir. Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Yay. Und meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Okay. Da geht er. So, so. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten aus. Was? Das Äußere kann täuschen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich jeden Rekruten persönlich begutachte, der an Bord dieses Schiffs kommt. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut. Das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Mhm. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Ja, haben wir Fragen? Kommt dran. Wer ist Ältester Maxim? Kannst du mir mehr über Ältester Maxim sagen? Ältester Maxim ist der Oberbefehlshaber der Bruderschaft. Ohne seine Beharrlichkeit und seine Vision wären wir noch immer eine kleine Gruppe Überlebender, die sich in der Zitadelle im Ödland der Hauptstadt verkriecht. In nur einem Jahrzehnt hat er die stählerne Bruderschaft zu einem militärischen Machtfaktor gemacht. Er ist ein Vorbild für uns alle. Gibt es sonst noch was? Wo bekomme ich eine Powerrüstung? Nur Rittern ist es gestattet, die Powerrüstung der Bruderschaft zu tragen. Und du bist kein Ritter. Noch nicht. Bis Ältester Maxim dich in diesen Rang befördert, wirst du mit dem auskommen müssen, was du hast. Sonst noch was? Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Nee, das war's. Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Eine Wegbeschreibung hat er nicht mehr gegeben, ne? Ah, wozu gibt's denn den Questmarker? Na, Kollege? Willkommen an Bord. Ältester Maxim hält seine Ansprache auf dem Kommandodeck. Oh, der ist viel netter als der Captain. Oh, nee, hier lang. Du der Älteste? Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos. Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offenbaren. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen können. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar die der Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen.
Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ad Victoriam! Ja, bis jetzt stimme ich hinzu. Lancer Captain Kells ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Du bist ein Ältester? Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Aha, das sehe ich. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Ja, ich werde natürlich mein Bestes tun. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Davon bin ich überzeugt. Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Du kannst jetzt die Werkstatt vom Flughafen benutzen. Ja, okay. Hey, Piper hat's ja geschafft. Wo kriege ich jetzt eine Powerrüstung her? Wir haben eine Z-Verschiebung von 3%. Empfehle Schubanpassung. Aha. Triebwerksturbinen bei 87% Effizienz. Ich glaube, du wirst gerade anderswo gebraucht. Nein, nein. Reden wir später. Ich werde genau hier gebraucht. Jemand sollte mal die Fenster putzen. Ja, wo kriegen wir jetzt unsere Powerrüstung her? Sind wir hier drin? Drohnen, Plasmagranaten. Oh. Kalibrierungstest für Kommunikationsarray erfolgt. Auch vernünftige Sachen drin. Abstandssensoren grün. Ja, ja, quatsch nicht so viel. Impact, Red Away. Impact, Red. Nee, Red X, sorry. Na, gehen wir erstmal hier aufs Hauptdeck. Da steht da unsere Powerrüstung rum. Na gut, wir haben ja schon eine, aber. Ja, eine zweite will nicht schaden, ne? Der Status. Alles auf grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Hey. Wenn dumm und hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Ah ja. Dank unserer Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Oh. Hier drin ist Diebstahl? Warum das denn? Ah, aber hier ist Älteste Maxen. Aha, okay. Okay, schauen wir uns doch mal an, was hier Paladin Hudson geschickt hat. Wir haben einige erschreckende Neuigkeiten über einen Anstieg der Supermutantenaktivität nahe des Commonwealths erhalten. Paladin Hudson hat sich freiwillig gemeldet, der Sache alleine nachzugehen. Diese Mission wird den Paladin tief in feindliches Gebiet führen. Er wird also sämtliche Unterstützung brauchen, die wir aufbringen können. Ich lasse Tegan Paladin Hudson einen ausreichenden Vorrat an Munition geben und Ingrim soll prüfen, ob seine Powerrüstung einwandfrei funktioniert. Ich stelle Paladin Hudson außerdem einen unserer bewaffneten Vertibird zur Verfügung. Ich lasse die Maschine also sofort startklar machen. Sobald alles bereit ist, treffen wir uns mit Paladin Hudson auf dem Flugdeck, damit wir ihn anständig verabschieden können. Ich betone nochmals, wie gefährlich diese Mission werden wird. Es ist also unerlässlich, dass wir dem Paladin jedwede Unterstützung zukommen lassen. Mhm. Aufklärungsteam Artemis. Wie gewünscht, sende ich Ihnen sämtliche Informationen zu Aufklärungsteam Artemis. Nach den Aufzeichnungen haben wir das Team vor etwa 3 Jahren ins Commonwealth geschickt, um eine Standarderkundung durchzuführen. Beginnend mit dem Gebiet um Malden. Wir haben einige Berichte des Teams erhalten, dann riss der Kontakt auf einmal ab. Nichts in Ihren Mitteilungen ließ auf etwas Ungewöhnliches schließen. Daher gehen wir davon aus, dass Sie entweder keine Nachrichten mehr schicken konnten oder getötet wurden. Das Team bestand aus 7 Soldaten, angeführt von Taladin Brendis. Sie hatten also ausreichend Feuerkraft und Erfahrung, an solche Erkundungsmissionen zu überstehen. Ich habe mehrere Erkundungsteams losgeschickt, um die Artemis ausfindig zu machen, aber bisher ohne Ergebnis. Sorgen über die Pritvin. Wie Sie wissen, hat mein Team die alte Energiequelle Pritvin gegen den verbesserten Fusionsreaktor ausgetauscht.
den wir aus dem alten Flugzeugträger geholt haben, damit die Pritvin das Kommen wird schnell erreicht. Ich konnte den neuen Reaktor zwar auf fast 100% Effizienz bringen, das System verbraucht aber mehr Kühlmittel als erwartet. Jetzt, wo wir den Flughafen festgemacht haben, konnte ich die Haupttriebwerke abschalten, aber selbst durch das Schweben verbrauchen wir noch Kühlmittel. Irgendwann werden also unsere Vorräte an Kühlmittel aufgebraucht sein. Dann müssen wir die Pritvin landen. Ich brauche dringend ihre Hilfe. Denn, wenn wir das verhindern wollen. Weitere Details präsentiere ich Ihnen dann bei der nächsten Lagebesprechung. Okay. Proctor Ingram. Bla 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 bla. Wie gewünscht, wenn ich Ihnen meine Einschätzung zum Proctor Ingrams Einsatzfähigkeit im Feld. Meiner Meinung nach ist Ingram voll und ganz geeignet für Einsätze im Feld und wäre eine Bereicherung für jedes Team, das das Glück hat, sie dabei zu haben. Bevor die Pritvin das Ödland der Hauptstadt verlassen hat, habe ich ihr 6 Monate lang bei der Entwicklung der Power-Rüstungsgestells geholfen, mit dem sie ihre Mobilität verbessern wollte. Sie hat hart mit dieser Rüstung trainiert und ist mehr als geeignet für einen Einsatz mit unseren Bodentruppen. Ich behandle seit fast 2 Jahrzehnten verwundete Soldaten und ich habe noch keinen gesehen, der derart entschlossen und pflichtbewusst ist wie Ingram. Die auf dem Schiff zu lassen wäre Ressourcenverschwendung eine echte Schande. Mhm. Also läuft hier irgendwo auch noch eine Ingram rum. Gepanzerte Jacke. Da. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass wir die Arbeit an der Panzerungseinlage für Ihre Jacke beendet haben. Ich schicke gerne einen Gelehrten nach oben, um die Jacke abzuholen. Die Panzerung ist recht stark, aber ich denke, Sie werden vor allem zu schätzen wissen, wie leicht die Jacke sein wird, wenn wir die Anpassung vorgenommen haben. Ich habe die Panzerung ausgiebig getestet. Sie sollten Sie vor verschiedensten Arten von Energiewaffen und vor den meisten ballistischen Geschossen schützen. Fragen Sie sie einige Tage und lassen Sie es mich wissen, ob die Jacke bequem sitzt oder ob ich noch weitere Anpassungen vornehmen soll. Na, gut zu wissen. Wenn wir ihn irgendwie abknallen wollen, warum auch immer, sollten wir dran denken, dass er eine gepanzerte Jacke hat. Captain Kells Terminal. Ist doch hier schönes. Maxen, bla. Captain, ich will, dass Sie Pritvin bereit für den Abflug machen. Archivar Nox hat die Analyse der Energiewerte beendet, die wir vom Palatine Dans Erkundungsteam erhalten haben, und ist zum Schluss gekommen, dass sie vom Institut stammen müssen. Nox ist sich sicher, dass diese Energiewerte nur künstlich erzeugt werden können und das auch nur mit sehr fortschrittlicher Technologie. Aufgrund der Frequenz der Werte gehen wir beide davon aus, dass sie von einer Maschine oder Waffe stammen. Wir müssen da schnellstmöglich in Richtung Commonwealth aufbrechen. Ich weiß nicht, mit was für einem finsteren Plan das Institut die Welt bedrohen will. Aber ich werde ganz sicher nicht tatenlos dabei zusehen, wie sie ihn umsetzen. So, so. Was möchte Ingram? Der haben wir schon gehört. Alle Stationen melden Bereitschaft und das gesamte Personal ist an Bord der Pritvin. Ich habe sie nochmal vom Bug bis zum Heck geprüft und sie ist bereit für die Reise. Bei allen nötigen Respekt, es wäre sehr hilfreich, wenn ich wüsste, wohin wir genau fliegen. Es ist schwierig, das Schiff richtig vorzubereiten, wenn ich nicht weiß, über welches Gebiet wir fliegen. Mir ist klar, dass es nach Norden geht. Aber wie weit werden wir fliegen? Und was wird uns dort erwarten, Captain? Okay, Kate. Bla bla. Wie gewünscht denn ich Ihnen meine Einschätzung zu. Naja. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon, okay. Antigen. Jetzt, da wir das Commonwealth erreicht haben, würde ich gerne Handelsbeziehungen mit den Bewohnern aufbauen. Dazu brauche ich einen Bergungstrupp und einen unserer Vertibirds. Es gibt mehrere Karawanen im Commonwealth. Wir werden die Vertibirds nutzen, um sie ausfindig zu machen. Sollte einer der Karawanen angegriffen werden, gehen wir rein und helfen ihnen. Dann wissen sie, dass wir ihr freundliches Auge am Himmel sind. Da man einen solchen Schutz von Söldnern nicht bekommen kann, werden uns die Händler mit Sicherheit gute Preise bieten. Ich habe die gleiche Taktik im Ödland der Hauptstadt angewandt und sie hat bestens funktioniert. Hier draußen mit der Bedrohung durch das Institut im Nacken werden uns die Händler auch aus der Hand fressen. Aha. Naja, einerseits sehr gut und andererseits, ne? Und irgendwie ein bisschen provokativ. Danke. Fusionszellen. So, wer lebt hier? Nach Dienstschluss hole ich mir ein dickes Salisbury Steak. Ja, schön. Ich möchte eine Powerrüstung. Ich denke, wir können uns unterhalten, wenn du mit Ältester Maxon und Paladin Dance gesprochen hast. Hab ich schon. Dr. Quindens Terminal. Boah, so viel zu lesen hier. Verzeichnis der Aufklärungsdaten. Hardware Town. Ehemaliges Ladengeschäft. Enthält sehr wahrscheinlich brauchbaren Schrott oder Rohstoffe. Wurde zuletzt von Raidern bewohnt. Vorsichtig vorgehen. Raider könnten ebenfalls Munition oder Waffen lagern. Sämtliche Bergungstrupps sollten von dort retten, was sie finden können. Na,
Wall-Tech Vault 75. Mhm. Karte aktualisiert. Wall-Tech hat eine Vault im Keller der Melden Middle School gefunden. Die Daten legen nahe, dass im Vault Experimente an Kindern durchgeführt wurden. Aber genaues wurde aus allen Aufzeichnungen gestrichen. Ich möchte möglichst viele Daten von diesen Positionen bergen. Außerdem alle technologischen Artefakte, die sich dort möglicherweise befinden. Roboterentsorgungsgelände. Karte aktualisiert. Hotplatz übersät mit Überbleibseln von Vorkriegsrobotern. Aufklärer melden einen Wachbord, möglicherweise Militärstandard, der brauchbar aussieht. Position bietet wahrscheinlich Ersatzteile oder elektrisches Material. Mhm. Regionalbüro. Die Position war früher ein Büro des Amts für Alkohol, Drogen, Tabak, Schutzwaffen und Laser. Eine merkwürdige Kombination, okay. Laut den Daten könnten die Asservatenschränke vor Ort wertvolle Waffen oder andere nützliche Gegenstände enthalten. Achtung! Aufklärer haben Raider näherwiegend gesichtet. Na, die Raider sind überall. General Atomics Fabrik, da war ich schon. Fabrik dient der Herstellung und Reparatur von Miss Nanny Robotern. Die Position enthält vermutlich technologische Artefakte und oder Dokumente sowie Ersatzteile, die Proktor Ingram gebrauchen könnte. Oh. Hohe Wahrscheinlichkeit automatisierter Sicherheitssysteme, also vorsichtig vorgehen. Ah, da ist gerade nichts mehr. Eine Mail der Prytwin. Ich möchte, dass sie Bergungstrupps organisieren, sobald wir das Commonwealth erreicht haben. Nehmen sie so viele Leute, wie sie brauchen und koordinieren sie den Dienstplan mit Lancer-Kapitän Kelz. Ich möchte so viele Informationen über diese Energiewerte von Dance-Trupp, wie sie mir beschaffen können. Wir könnten kurz davor stehen, die Position des Instituts zu entdecken. Das muss das oberste Priorität genießen. Ah, ich sollte mich noch eine Weile mit den Leuten gut stellen. Okay. Proktor Ingram fordert sämtliche Informationen an, die ihr beim Neubau helfen könnten. Ich habe ihren Gerüstentwurf an Kelz weitergeleitet und wir sind beide guten Mutes, fertig sein wird, sobald ihr Projekt bereit ist. Wir haben eine Menge Ressourcen in den Erfolg von Ingrams Mission gesteckt, also erwarte ich von ihnen, dass sie ihn nach Kräften unterstützen. Okay, was will Ingram noch? Ich schicke die korrekten Formulare zur Anforderung zweier weiteren Gelehrter und du lehnst sie ab? Mach mir das Leben nicht schwer, Quinlan. Maxon sitzt mir wegen den Ergebnissen im Nacken, aber bei dem Projekt hier was zu erreichen, ist wie ein Lasergewehr im Gefecht freihändig zu zerlegen. Auch jede Hilfe, die ich kriegen kann. Und wenn du dazu ein paar Leute aus deiner Erkundungsmission abziehen musst, dann tu das bitte. Jetzt schreib endlich die verdammten Formulare und lass mich meine Arbeit machen. Uiuiui. Der Aufstieg von Ältester Maxon? Oh, so viel noch. Na gut, aber was soll's. Diese Einträge sind mein Versuch, eine chronologische Abfolge des Aufstiegs von Ältester Maxon durch die Ränge der Brüderschaft zu erstellen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass diese Einträge eines Tages im klassischen Buchformat gedruckt und im Ödland verteilt werden. Lang lebe Ältester Maxon und lang lebe die Brüderschaft. Hintergrund. Trotz des Sieges über die Enklave im Ödland der Hauptstadt war die stählerne Brüderschaft noch immer eine gespaltene Organisation. Die Ausgestoßenen, eine Splittergruppe, die Sicherheit der Zitadelle verlassen hatten, hat sich noch immer schwer, getrennt vom Rest der Bruderschaft im Ödland der Hauptstadt zu überleben. Und obwohl einige der Mitglieder innerhalb der Zitadelle eine Wiedervereinigung mit ihrer entehrten Brüdern und Schwestern nicht erstrebten, sahen viele doch den Vorteil darin, ihre Reihen mit Kriegern zu füllen, die bereits von den Stillen in Bruderschaft ausgebildet und indoktriniert wurden. Maxon tritt auf den Plan. Arthur Maxon, der Nachkomme von Roger Maxon, dem Gründer der stehenden Brüderschaft, begann seine Karriere als Knappe von Owen und Sarah Lyon. Nach dem Tod von ältester Owen Lyon diente der junge Arthur Maxon Sarah Lyon, Owens Tochter, die Nachfolge ihres Vaters antrat. Als selber jedoch kurz darauf im Kampf fiel, wurde die Sache kompliziert. Stehende Brüderschaft, Sitz in der Zitadelle, brauchte dringend einen neuen Anführer und fing an, einen ineffektiven Ältesten nach dem anderen zu ernennen. Errungenschaften. Die Jahre vergingen. Im steigenden Alter wurde auch die Taten von Arthur Maxon immer beeindruckender. Mit 12 Jahren tötete er auf einen Ausbildungspatrouille zwei Raider und rettete den Trupp, den er eigentlich beschützen sollte. Mit 13 Jahren erlegte er eigenhändig eine Todeskralle, die ihm die große Narbe im Gesicht verpasste, die er bis heute trägt. Aber zum Helden machte ihm im Alter von 15 Jahren den Sieg über den Supermutanten Shepard, der versucht hatte, die Supermutanten des Ödlands der Hauptstadt neu zu formieren. Als die Kunde dieser Tat die Ältesten der Westküste erreichte, wussten diese, dass die Zeit gekommen war. Maxon war bereit. Bereit, die zersplitterten Truppen der stehenden Bruderschaft in die Ostküste zu führen und wichtiger noch,
sie wieder zu einen. Unser neuer Anführer. Und so geschah es ein Jahr später, als er gerade 16 Jahre alt war, dass Arthur Maxon einen Frieden mit den Ausgestoßenen verhandelte. Im Zuge dessen, diese wieder in die stehende Bruderschaft integriert wurden. Punkt. So bewies er nicht nur sein Geschick als Krieger, sondern auch als Diplomat. Die so wieder vereinte stehende Bruderschaft ernannte Arthur Maxon zum Ältesten, dem Jüngsten in der Geschichte der stehenden Bruderschaft. Ja, mit 16 nicht schlecht. Auswirkungen? Ältester Maxon ist Alleinherrscher über das Ödland der Hauptstadt und er gewinnt auch an der Ostküste des Landes an Autorität und Einfluss. Nicht zuletzt aufgrund der Mobilität, die ihm die Pridwin verleiht. Er genießt die volle Unterstützung der Ältesten an der Westküste, die mit Stolz melden, dass sie mit der Auslöschung von neuen Dings entstehenden Kulturen beginnen. Kulten beginnen. Die Maxon verehrt. Die Maxon verehren. Oh, so viel Text kann ich mir lesen. Die Maxon verehren, als wäre er eine Art Gott. Maxon selbst ist beinahe beleidigt von der Vorstellung, als Gottheit verehrt zu werden, da es sämtliche seiner Grundsätze widerspricht. Arthur Maxon ist auf eins besonders stolz, dass er das perfekte menschliche Wesen ist, ein Beispiel für alles, was ein Mensch erreichen kann. Obwohl er von moderner Technologie unterstützt, er sogar verbessert wird, ist er immer noch durch und durch Mensch. Das ist ein bisschen wenig Stoff für ein Buch, aber das wissen wir. Er hat eine fette Jacke und er ist noch verstärkt durch Technologie. Quinlan, ich denke, wir können uns unterhalten, wenn du mit Ältester Maxon und Paladin Dance gesprochen hast. Ja, ich rede schon mit Dance. Oh, ihr ist langweilig. Ich werde dich untersuchen, nachdem du bei Dance und Ältester Maxon warst. Ja, komm, dann gehen wir gleich mal zu Dance. Wie sah es da draußen aus? Paladin Dance. Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester Maxon? Gut, fängst du es an, wenn du mit mir redest. Ich war sehr beeindruckt von ihm. Er scheint zu wissen, was das Beste für die Leute ist. Ganz genau. Ohne seine Entschlossenheit wären wir verloren. Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Ich werde dich nicht enttäuschen, Dance. Versprochen. Gut. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Um ein effektives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Du, mich begleiten. Musst du mich jetzt begleiten? Es könnte hilfreich sein, wenn ich bei dir bin. Aber vielleicht willst du dich den Leuten auch lieber vorstellen, ohne dass hinter dir ein Paladin steht. Das ist deine Entscheidung. Ja, ist schon ein bisschen cooler als hier Piper, ne? Entscheide du so schwächlich? Ja, komm, wir nehmen mit. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Piper, bitte mal nach Sanctuary Hills, wie alle anderen auch. Ja, schön. Ich sollte ja wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Ja, dann mach das doch. Ich war früher ein Einsatzgelehrter. Kannst du mir Sachen abkaufen? Dass Kralle den Oberschenkel wie einen Zweig zerbrochen hat. Der Oberschenkel sieht doch ganz gut aus. Hi. Proktor Teagan sucht Leute, die Vorräte von lokalen Höfen beschaffen. Bla bla. Du solltest mal mit ihm reden. Okay. So, versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musstest ja unbedingt den Meyerlurk wegtreten. Geschafft. So, Meyerlurk wegtreten. Okay. Danke, ich schulde dir was. Wir fangen mal hier oben an. Und zwar mit. Hier. Entschuldigung, Proktor Quinlan. Ah, gut, da bist du ja endlich. Leg die Bücher einfach irgendwo hin. Ich schaue sie mir an, sobald ich Zeit finde. Ich fürchte, du verwechselst mich da mit jemandem. Vielleicht sollte ich die Versorgungskästen nach einer neuen Brille durchstöbern. Da du ja offensichtlich nicht die Person bist, die ich erwartet hatte, würde es dir etwas ausmachen, mir den Grund deines Besuchs mitzuteilen? Ja, würde es. Na, Katz, hier, komm. Maxon wollte, dass ich die Besatzung kennenlerne. Du warst der Nächste auf meiner Liste. Ah, ja. Du bist sicher der neue Rekrut, den Paladin Dance in seinem Bericht erwähnt hat. Unter normalen Umständen würde ich dir eine angemessene Einweisung in meine Abteilung erteilen. Allerdings stehe ich enorm unter Zeitdruck, da ich Forschungspatrouillen einteilen muss und mit Anfragen zu technischen Dokumenten überhäuft werde. Leider fehlt mir das Personal, um das alles hinzubekommen. Vielleicht könnte ich dir ja unter die Arme greifen. Das wäre hervorragend.
Halte bei deiner Patrouille im Commonwealth die Augen offen nach Blaupausen, Memos, Anleitungen, Büchern, Diagrammen. Also nach allem, was brauchbare technische Daten enthält. Ich bin autorisiert, dich für jede Dokumenteneinheit zu entlohnen, die du findest. Hey. Und wenn du gern Teil einer Forschungspatrouille sein möchtest, habe ich eine Menge, die noch Personal benötigen. Wie dem auch sei, es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Ritter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, nächster bist du hier. Captain? Freut mich, dass du endlich vorbeischaust, Soldat. Bereit für deine medizinische Untersuchung? Aber jawohl, Captain Picard. Klar, nur zu. In Ordnung. Ich stelle dir jetzt einige medizinische Fragen und ich möchte, dass du mir nach bestem Wissen und Gewissen antwortest. Erste Frage. Warst du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Nö. Vor den Bomben gab es noch nicht wirklich viel radioaktive Strahlung. Vor den Bomben? Was? Lass mich kurz mal in meine Aufzeichnungen schauen. Du warst ein Vault-Bewohner? Wahrscheinlich bist du gesünder als jeder andere hier an Bord. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich das in deinen Akten übersehen habe. Bin einfach nur die Fragen durchgegangen. Du verstehst das sicher. Nein. Gut, zweite Frage. Hattest du je eine ansteckende Krankheit oder Kontakt mit einer Person, die nachweisbar an einer erkrankt war? Och, nö, komm. Ich war noch nie in meinem Leben wirklich krank. Gut, gut. Dritte Frage. Bitte antworte ganz ehrlich. Hattest du je eine sexuelle Beziehung mit einer Spezies, die man gemeinhin als nicht menschlich bezeichnet? Regelmäßig. Geschieht das oft? Kommt das so häufig vor, dass es dafür eine eigene Frage geben muss? Du würdest dich wundern, wie viele Ödländer diese Frage mit Ja beantworten. Zum Glück betrachtet die Bruderschaft derartiges Verhalten als höchst geschmacklos. Da du ja nicht sonderlich viel Zeit im Ödland verbracht hast, gehe ich davon aus, dass die Antwort Nein lautet. Letzte Frage. Hättest du ein Problem damit, einen Feind der Bruderschaft zu töten? Egal ob Mensch, ehemaliger Mensch oder Maschine? Ja, nur zu meiner Selbstverteidigung. Wenn mein Leben in Gefahr ist, tue ich, was auch immer nötig ist, um mich zu verteidigen. Das ist eine akzeptable Antwort. Und auch die häufigste. Hervorragend. Damit hätte ich alle Informationen, die ich brauche. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht umgehend diensttauglich zu schreiben. Wenn du je medizinische Hilfe brauchst, dann sag es mir. Ja, kannst du mir was noch kaufen. Captain Kate. Schön, dich wiederzusehen, Ritter. Kann ich was für dich tun? Ja, ja. Handel. Ich brauche ein paar Vorräte für meinen nächsten Einsatz. Kein Problem, Soldat. Wirf ruhig einen Blick drauf. Boah, bitte kauf mir alles ab, was ich nicht brauche. Hast du Geld? Ja, er hat Geld. Sehr gut. Hier. Nimm die, nimm das, nimm davon ein paar. So. Das Laserabwehr behalten war. Aha. Kannst du haben? 45er behalten wir mal. Vektorgewehr behalten wir natürlich auch. Und das war's auch schon fast, ne? Hab ich noch was, was weg kann? Nee, den Quatsch behalten wir. Das auch. Ja, das reicht schon, danke. Tschüss. Schau nochmal ins Terminal rein. Krankenakten. Krankenakte bla behandelt. Paladin Dance. Symptome des Patienten sind unter anderem Schlaflosigkeit und ein dumpfer, pulsierender Schmerz im Kopf. Alle Standardtests waren negativ. Symptome lagen posttraumatischen Belastungsstörungen oder ähnlichen nahe. Empfehle freiwilligen Rücktritt vom Dienst, bis sich die Symptome verschlimmern. Patient wurde darüber informiert, befindet sich aber wieder im Einsatz. Bis sich die Symptome verschlimmern. Ja. Behandlung läuft. Ingram. Patient klagt über Phantomschmerzen nach Verlust einer Gliedmaße. Zuvor verschriebene Mischung aus Schmerzmittel und Stimpak scheint auch keine Wirkung mehr zu haben. Dosieren wurde auf 300 Milligramm pro Tag erhöht, die für Diensttauglichkeit maximal zulässige Menge. Patient hat offenbar auch Albträume über den Vorfall, der zum Verlust der Gliedmaße geführt hat, was angesichts des Ausmaßes der Verletzung nicht erstaunlich ist. Werde Patient weiter beobachten. Auch einbehandelt. Dr. Tegan.
Patient ist aufgrund von Intoxikation ausgerutscht und gestürzt, was zu einer Schnittwunde am Kopf und Quetschung im Brustkorb geführt hat. Behandlung mit Stimpak. Anschließend wurden 8 Stunden Bettruhe angeordnet. Da dies die dritte alkoholbedingte Verletzung des Patienten ist, habe ich entsprechend der Vorschriften eine Entzugsbehandlung angeordnet. Und keine Alki. Oh, einer ist verstorben. Ritter Sergeant Merrick. Patient ist mit schweren Verletzungen infolge einer atomaren Explosion aus dem Einsatz zurückgekehrt. Verletzungen linker Arm und linkes Bein abgetrennt, schwere inneres Trauma, schwere Verbrennung auf der gesamten linken Hälfte des Kopfes und akute Strahlenvergiftung. Notoperation wurde sofort eingeleitet, da der Patient ist nach 3 Stunden verstorben. Überreste des Patienten wurden laut Vorschrift eingeäschert. Schade. Gelehrte Oswich. Patient leidet unter Verfärbung, Ausschlag, Pusteln und radioaktiven Spuren in der Leistengegend. Symptome passen zu durch von Gulen sexuell übertragbaren Krankheit. Patient wurde behandelt und Bericht wurde laut Vorschrift am Protor Ingram geschickt. Also, nix mit Gulen. Interne Mail. Okay, vom ältesten Maxen. Jetzt. Da wir unsere dringliche Mission in Commonwealth begonnen haben, sehe ich die Hauptaufgabe Ihrer Abteilung darin, für das geistige Wohl der Crew zu sorgen. Mir ist durchaus bewusst, dass es nicht leicht ist, eine so lange Zeit an Bord des Schiffes zu bleiben. Wenn Ihnen Anzeichen von Stress auffallen, der durch langen Einsatz verursacht wird, möchte ich, dass Sie dies behandeln, als würde eine reguläre Erkrankung gemeldet. Wenn wir das Institut besiegen wollen, können wir es nicht erlauben, auch nur einen Soldaten wegen mentaler Probleme zu verlieren. Na, der hat fast recht. Noch eine von Maxen. Ich habe Ihre Sorge, Proctor Ingrams Zustand zur Kenntnis genommen und kann Ihnen versichern, dass sie absolut in der Lage ist, sich um sich selbst zu kümmern. Sie hat sich als äußerst wertvolles Mitglied der Crew erwiesen und ich werde sie nicht von Dienst beurlauben, solange sie mir nicht eindeutig beweisen können, dass sie psychisch nicht mehr in der Lage ist, ihren Dienst zu erfüllen. Und klare Worte. Tegan? Unser Bergungstrupp hat von seinem letzten Ausflug erst medizinisches Gerät mitgebracht. Etwas medizinisches Gerät. Achso, ja. Wenn du Zeit hast, komm doch mal runter und sag mir, was du davon gebrauchen kannst. Alles, was du nicht willst, werde ich bei den Händlern verkaufen. Unser Munitionsvorrat sind etwas knapp und diese medizinischen Vorräte sind bei den Bewohnern hier ebenso gern gesehen wie Kronkorken. Okay, jetzt. Ich habe deinen medizinischen Bericht zu Ritter Sergeant Merrick gelesen. Die Tatsache, dass er lange genug durchgehalten hat, um Pritwin zurückzukehren und seinen Bericht abzuliefern, ist absolut unglaublich. Das Opfer, das er für diese Mission gebracht hat, zeigt, wie pflichtbewusst und loyal er war. Wir werden heute Abend auf dem Vorderdeck eine Andacht halten. Ich hoffe, du hast die Zeit, daran teilzunehmen. Ja. Ganze Geschichten hier. Wer bist du? Verdammte wilde Gule. Strahlung hat einen echt kranken Sinn für Humor. Ja, ne? Okay, Protector Ingram. Entschuldigung, Proctor Ingram. Du Proctor. Bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was ich erwartet habe. Wie? Schau dich mal an. Du hörst dich enttäuscht an. Nicht enttäuscht, nur überrascht. Du siehst nicht wie die Ödländer aus, die wir üblicherweise an Land ziehen. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingram. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei, du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. Ja, ja. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Okay, Bucht 3. Bucht 2, Bucht da. Du bist die 3? Ne, du bist die 4.
Das ist unsere? Okay. Rein da. So, Leute. Hast du schon mal mit Zeit zum Anziehen? Dance hat das gefallen. Hey. Jetzt sind wir auch gerade ein bisschen schneller. Okay, HP-Prozentanzeige. Knapp unter 70. Komm näher, Ritter. Ich beiße nicht, versprochen. Auch wenn die mich in diesen verdammten Käfig gesperrt haben. Sieht unbequem aus da drin. So schlimm ist es gar nicht. Das hier ist das Versorgungslager. Und ich, wie du dir wohl schon denken kannst, bin der Quartiermeister des Schiffs, Proktor Tegan. Ja, die Führungsriege hat mich hier eingesperrt, damit ich auf die Wertsachen der Bruderschaft aufpasse. Wenn du für eine Mission noch Vorräte brauchst, kannst du sie hier kaufen. Das ist gut zu wissen. Freut mich, dass du der umgängliche Typ bist. Die meisten der neuen Rekruten verpassen mir den bösen Blick, wenn ich ihnen sage, dass sie für ihre Ausrüstung bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht, dank der Kronkorken, die immer wieder reinkommen, kann ich dir auch Sachen abkaufen. Ich bin hauptsächlich an Waffen interessiert, aber ich nehme alles, was brauchbar ist. Wenn du dir natürlich einfach nur ein paar Kronkorken nebenher verdienen möchtest, dann hätte ich vielleicht Arbeit für dich. Ich könnte ein paar Kronkorken gut gebrauchen. Du brauchst sie und ich will, dass du sie bei mir ausgibst. Eine Traumkombination. Es geht nur um ein wenig körperliche Arbeit und Kontakt mit den Farmen vor Ort. Und da ich hier diesen Ein-Mann-Zoo betreuen muss, brauche ich jemanden, der mir die Laufarbeit abnimmt. Och nö. Wenn du mit den Begrüßungen fertig bist, können wir die Einzelheiten besprechen. In der Zwischenzeit, wenn du was anderes brauchst, eine Waffe, eine Mod oder auch nur Munition, musst du es nur sagen. Na denn. Haben wir uns jetzt mit allen unterhalten? Oh. Dienstliche Tour abgeschlossen, Level up. Ja. Ich finde, das ist schon ganz ordentlich für heute. Ah, gehen wir aus dem Weg. Schauen wir, was hier noch ist. Keine Gnade, trifft dich mit ältesten Maxen. Nee, erstmal noch hier gucken. Huch. So, das dürfte halten. Danke, Schwester. Wir müssten uns keine Sorgen machen, dass sie entkommen. Wenn du technische Dokumente findest, solltest du sie zu Proktor Gelehrte. Richte Proktor Ingram meinen Dank dafür aus, dass ich dich ausleihen durfte. Die Befreiung des Commonwealth ist eine gewaltige Bürde. Du kannst dir die Exemplare gern ansehen, aber bitte nichts anfassen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung, wenn du dich verletzt. Aha. Du hast da ja eine beeindruckende Sammlung. Dankeschön. Die meisten Leute wissen nicht zu schätzen, was ich hier Wichtiges zu erreichen versuche. Ich stehe kurz davor herauszufinden, wie die Körper dieser Kreaturen sich an die Strahlung, die ihren Lebensraum kontaminiert, angepasst haben. Wenn ich den Code knacken kann, kann ich unsere Truppen mit einer Schutzverbindung ausstatten, die deutlich besser ist als Radex. Das ist ja unglaublich. Nun ja, bisher ist es nur eine Theorie. Weißt du, die ionisierende Strahlung, die nach dem großen Krieg zurückblieb, ist tödlich, weil sie den meisten Lebewesen Schaden auf Zellebene zufügt. Allerdings hat sich der Körper dieser Kreaturen nach mehreren Generationen angepasst und seine Gene so verändert, dass ein Zellverfall verhindert wird. Ich glaube, ich weiß, wie ich diese genetische Neustrukturierung beschleunigt replizieren kann. Statt in Jahrzehnten kann ich sie in Augenblicken durchführen, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Das klingt super. Klingt gut. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Ich weiß das Angebot zu schätzen, aber leider hänge ich an einem Problem fest. Die Exemplare, die ich bereits habe, können nur begrenzt Blut- und Genmaterial spenden. Wenn ich zu viel entnehme, sterben sie. Deshalb brauche ich zusätzliche Blutproben von den Kreaturen im Commonwealth. Kein Problem. Ich helfe gern. Ich weiß dein Vertrauen in meine Fähigkeiten zu schätzen, Bruder. Ich habe deinen Pip-Boy so modifiziert, dass er die Leiche jeder kürzlich getöteten Kreatur auswertet, die die passende Blutgruppe hat. Du musst dann nur noch geeignete Proben entnehmen und sie zu mir bringen. Hey, ich weiß wirklich zu schätzen, dass du das für mich tust. Schön zu wissen, dass ich nicht die Einzige in der Bruderschaft bin, die dem Fortschritt aufgeschlossen gegenübersteht. Ja, läuft. Ich bin eine geeignete Blutprobe für Gelehrte Neria. Auch noch kurz ins Terminal. Persönliche Notizen. Erster Eintrag. Während unserer Reise durch das Commonwealth habe ich mir im hinteren Laderaum der Prytwin ein improvisiertes Labor eingerichtet.
Wenn wir ankommen, will Quinn dann mehrere Patrouillen entsenden, deren Auftrag es ist, brauchbare Exemplare aus dem Feld zu besorgen. Meine Aufgabe ist es, das Sezieren und die Untersuchung dieser Exemplare zu leiten. Ich war schon immer der Ansicht, dass man die Schwächen des Feindes am schnellsten in Erfahrung bringt, indem man ihn von innen nach außen untersucht. Hoffentlich muss ich nicht zu lange warten, bis ich das erst auf die Probe stellen kann. Zweiter Eintrag. Quinns Sammeltruppe haben bisher schon Supermutanten und Zins an Bord gebracht. Ich konnte aus ihren Überresten eine ansehnliche Menge Daten erheben, aber bisher noch nichts, was unsere Soldaten einen Vorteil im Gefecht verschaffen würde. Was diesen Supermutanten betrifft, unterscheiden sich die Exemplare deutlich von denen in Ödland der Hauptstadt, weshalb ich die meisten unserer anatomischen Aufzeichnungen aktualisieren muss. Das braucht seine Zeit. Und die Synths sind mir ein absolutes Mysterium. Die Modelle, die wir bekommen haben, sind beinahe vollständig mechanisiert, weshalb ich mit dem Protor Ingram, unserer Robotik-Expertin, kurzgeschossen habe. Ich nehme an, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich Antworten bekomme. In der Zwischenzeit fange ich mit der Arbeit an meinem ganz eigenen Spezialprojekt an. Dritter Eintrag. Ich habe mehrere Morvus-Ratten für mein Spezialprojekt an Bord gebracht. Ich bin überzeugt, dass der Schlüssel zum verbesserten Strahlungsresistenz in 10 kleinen Kreaturen wie Ihnen zu finden ist. Wenn Sie gelernt haben, sich an die Strahlung in Convils anzupassen, dann können wir das mit ein wenig Hilfe ebenfalls schaffen. Ich weiß, dass mich der Großteil der Besatzung für verrückt hält, aber ich bin mir sicher, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich brauche nur möglichst viele geeignete Blutproben, damit ich meine Theorie umsetzen kann. Es gestaltet sich im Moment schwierig, da Maxen die meisten unserer Truppen nach Technologien suchen lässt. Mal sehen, was ich mit unseren Mausratten erreichen kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Vierter Eintrag. Heute war mein Glückstag. Ein Neuzugang aus den Convents hat sich bereit erklärt, Feldforschung für mich zu betreiben, um mir so viele geeignete Blutgruppen wie möglich zu besorgen. Und damit nicht genug. Dieser Neuzugang hat auch einen Pip-Boy, den ich so einstellen konnte, dass er auf Mission getötete Kreaturen Blut abnimmt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis unser neuestes Mitglied zurückkehrt. Dann kann mein Spezialprojekt endlich losgehen. Ah, das hat's aber schnell reingeschrieben. Interne Mail. Quinlan, was will der denn? So sehr es mich freut, dass du dich in deine neuen Rolle als unsere Untersuchungsärztin einlebst, ist es doch bedauerlich, dass du dich offenbar auf deine eigenen persönlichen Projekte konzentrierst. Das Sezieren und die Untersuchung der toten Supermutanten und Synths in oberste Priorität genießen. Lass es mich nicht bereuen, dir die Leitung über dieses Labor übertragen zu haben, Neria. Andere Gelehrten stehen Schlange und warten darauf, dass du scheiterst. Oh, Schnett. Weiß, was wäre? Ich schicke dir auf den nächsten Vertibird vom Polizeirevier die Morbusratten, die du wolltest. Keine Ahnung, wozu du sie brauchst. Wir beißen und scheißen alles voll. Es war ein echtes Kreuz, die Leben zu fangen. Also hoffe ich für dich, dass die versprochene Kiste Whisky für den Rückflug des Vertibirds bereitsteht. Mit dem Brahim kannst du vergessen. Ich habe mit dem Piloten geredet und er weigert sich, eines dieser widerlichen Biester in sein Schiff zu stopfen. Ja, sind doch schon ziemlich groß. Kels, was willst du? Mir wurde von mehreren Besatzungsmitgliedern mitgeteilt, dass du mehrere Exemplare von Morbusratten im Laborbereich des Schiffes hältst. Ich weiß, dass sie für Experimente wertvoll sind, aber dir ist sicher klar, dass diese schmutzigen Kreaturen in beengten Räumlichkeiten wie unserem Schiff sehr streng riechen. Ich genehmige dir ihre weitere Haltung, falls du mir versicherst, dass Dr. Ingram ein Lüftungssystem installiert, das den Geruch mundet. Vergiss bitte nicht, dass auf diesem Schiff auch Leute essen und schlafen müssen, Gelehrter. Ich erwarte einen umfassenden Bericht in der nächsten Woche. Wir müssen dort schlafen. Ja, ist ja gut. Nie vergessen, ihr seid die Augen und Ohren der Bruderschaft. Wenn ihr was Verdächtiges hört oder seht, habt ihr die Pflicht, es sofort zu melden. Wir leben jetzt auf feindlichem Gebiet. Eure Wachsamkeit könnte über Leben und Tod entscheiden. Verstanden? Ja, Sir. Ja, Sir. Gut. Ad victoriam knappen. Ad victoriam. Ad victoriam. Wegtreten. Aha. Ja, jung übt sich, ne? Oh. Warte. Doch, hier lang. Dr. Ingram wollte den Anzug schon gestern getestet haben. Ja, ich weiß. Und wenn ich es nicht schaffe? Schaff es. Okay, klar. Feuer! Bleibt alles zusammen? Glaub mir, das würdest du mitkriegen. Gut. Feuer! Okay, okay. Sieht alles gut aus. Und das Schiff ist auch nicht versenkt. Danke, Anwärter. Klar. Boah, und dann zückst du eine Minigun. Gott sei Dank. Lass dich nicht von Ingram beim Herumstehen erwischen, sonst handelst du dir sofort eine Meldung ein. Ja, mir egal.
Durch diese Powerrüstung, ne? Können wir doch jetzt noch viel mehr tragen. Ja, 322. Sehr gut. Und noch ein Terminal für ausgehende Mail. Ausgehende Mail 1. Karen, ich vermisse dich wirklich, Schatz. Ich hoffe, du bist da draußen sicher. Denk dran, die Türen nachts zu verschließen und halt die Schrotflinte, die ich dir gegeben habe, immer bereit. Trau niemanden, den du nicht kennst. Selbst wenn du die Leute kennst, behalte sie im Auge. Ich weiß nicht, wie lange dieser Einsatz dauern wird, aber ich verspreche dir, dass ich heil zurückkommen werde. Ich liebe dich. L2. Eröffnung. Wenn du deinen Königsbauer zwei Felder nach vorne bewegst, was? Kluger Zug. Die Mitte des Bretts kontrollieren, damit deine Dame und einen Läufer Freihand haben. Ich hätte du erwartest, dass ich den gleichen Zug mache, ich weiß. Aber weißt du was? Ich werde meinen Damenbauern zwei Felder bewegen und dir etwas über die französische Verteidigung beibringen. Keine Sorge. Du wirst schon noch verstehen, wie das Spiel funktioniert. Ah ja. Hey Mama, lass mich noch eine Nachricht schreiben, bevor die Funkstille halten. Ich arbeite mit einem ganz anständigen Offizier, einem Kerl namens Kels. Er behandelt uns gut, solange wir tun, was man uns befiehlt. Bisher war meine Zeit bei der Bruderschaft eine unglaubliche Erfahrung. Es ist schön, endlich etwas in dieser kaputten Welt zu bewegen. Ich muss jetzt Schluss machen, Mama. Grüß Daniel von mir. Boah, wir lesen alle privaten Mails. Mohaha. Kannst zwei weitere Willgule für mich aufschreiben. Das wären insgesamt 17, seit ich hier draußen bin. Glaubst du nicht, wie leicht man die mit einem Laser wegpusten kann? Rennt sich durch die hässlichen Viecher wie durch Butter. Wenn ich aus diesem Einsatz zurück bin, gehen wir mal Willgule jagen. Glaub mir, du wirst es lieben. Bis dahin jag erstmal weiter die Maurusratten mit deiner selbstgebauten Knarre. Nur 17? Lächerlich. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht die richtige Person. Mein Name ist Ritter Botha und ich habe zusammen mit deinem Sohn gedient, Anwärter Arlen. Es tut mir leid, dir mitteilen zu müssen, dass Arlen während einer unserer Feldübungen tödlich getroffen wurde. Ich möchte, dass du weißt, dass er einen tapferen, ehrenvollen Tod gestorben ist und dabei das Leben von drei anderen Anwärter gerettet hat. Es gibt nichts, das ich sagen könnte, was deinen Schmerz über den Verlust eines Kindes lindern wird. Aber ich wollte, dass du weißt, dass es mir eine Ehre war, an Arlens Seite zu kämpfen. Sollte stolz auf das Opfer sein, das er für sein Land gebracht hat. Aber seine persönlichen Gegenstände zurück zur Zitadelle geschickt. Mein aufrichtiges Beileid zu deinem Verlust. Aha, aha. Ja, viele Verluste hier, ne? Weißt du, was eine 5 Kilo Kakerlake mit einem Auftriebsregulator macht? Kann's mir vorstellen. Du Scheißen. So, soll das größte Kriegsschiff der Bruderschaft von Käfern erledigt werden? Ist ja schon gut. Erzähl nur Ingram nichts, okay? Gut, aber es gibt einen Grund, warum man in der Nähe der Instrumente nicht essen darf. Aha. Coca-Cola. Nehmen wir. Munition, nehmen wir. Und Zellen, nehmen wir. Brennstoff, Element. Wenn du Sins begegnest, lese ab. Ein Q-Terminal. Uiuiui. Das wird eine mega lange Lesefolge, aber egal, Anklinge 001. Sämtliche gefundenen technischen Gegenstände sind beim Proctor Quinlan zur Beurteilung vorzulegen. Der Besitz undokumentierter Technik wird verfolgt und bestraft. Nummer 2. Die Morusratten der gelehrten Neria sind keine Haustiere, sondern wichtige militärische Ressourcen. Daher dürfen sie von niemandem außer der Gelehrten und ihren Mitarbeitern gefüttert werden. Jeder Verstoß gegen diese Richtlinien wird disziplinarisch geahndet. Uiuiui. Nummer 3. Aufgrund zunehmender Raider-Aktivitäten werden aktuell sämtliche Anträge auf Beurlaubung außerhalb der Basis außer Kraft gesetzt. Betroffene erhalten zur nächstmöglichen Gelegenheit einen Ausgleich für den entfallenen Urlaub. Ist ja gemein. Ihr? Und sämtliches Personal. Bitte denkt an eure Brüder und Schwestern unter euch. Sämtliche Ausrüstung auf dem Flugdeck ist ausreichend zu sichern. Macht Sinn, ne? Nummer 5. Sämtliches Personal, dessen jährliche medizinische Untersuchung noch aussteht, sollten unverzüglich bei Ritter Captain Kate einen Termin vereinbaren. Ja, da waren wir schon. Er hat sich richtig Mühe gegeben, uns zu untersuchen. So, haben wir hier Schönes aus dem Weg. Die letzte Person, die einen Befehl von Captain Kells nicht befolgt hat, durfte Rost vom Rumpf der Pridwin abschaben. Aha. Ach, da lang. Ja, da lang, alles gut. War kurz irritiert, wo wir sind. Auf zum Flugdeck.
Lade, lade, lade. Lade schneller. Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Schön, dich bei uns zu haben. Ja, ne? Anzeige festziehen. So? Jetzt in der Mitte treffen. Da? Jetzt halbieren. Willst du das machen? Nein, nein. Du hast es schon fast. Aha. Wäre richtig? Ja, wir laufen gerade raus. Okay. Schöne Aussicht, ne? Na, das ist ja jetzt nicht mehr so. Oh, da wird geballert. Nicht unser Problem. Wir gucken zur anderen Seite. Das ist schöner. Ja, ach, das ist ein Weg. Und damit beende ich diese Aufnahme für heute. Oh, wenn es euch so viel Spaß gemacht hat wie mir. Der Schuss ist sauberer und er hinterlässt diesen typischen Ozongeruch. Und das Ding hier tötet dich trotzdem, wenn du weiter nervst. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.